Ich heiße Bubi, wie heißt du? Pinocchio. Warum guckst du denn so traurig? Ich bin krank. Sehr krank. Ich komme gerade vom Holznasen-Ohrenarzt. Was hast du denn? Asthma. Asthma? Ja, Asthma. Dabei war ich immer gesund. Als Kind hatte ich nur die Maserung und Buschwindpocken. Und jetzt habe ich Holzwürmer am Astloch. Astloch? Und an der Wurzel. Chronische Familienkrankheit. Das hatten bei uns alle. Alter Landnadel. Tanne Maria geht schon am Birkenstock. Genauso wie ihre drei kleinen Fichten. Interessant. Kannst du mir sagen, was dagegen hilft? Ein Harzschrittmacher. Dafür habe ich aber nicht genug Moos. Den gibt's nämlich nicht mehr auf Plankenschein. Aha. Kannst du mir sagen, was dieser Kiefernorthopäde mir gegen meine Wurzelentzündung empfohlen hat? Brettruhe. Strenge Brettruhe. Das ist doch wohl der Wipfel. Wipfel, ja, ja. Kannst du mir sagen, was ich jetzt machen werde? Ich gieße mir einen hinter die Rinde, bis ich so einen in der Krone habe, dass die Linde rauscht. Schön. Kannst du mir sagen? Ich sag dir eins. Erst wenn ihr jeden Baum gefällt, jeden Wald gerodet habt, dann werdet ihr merken, dass man Holz nicht essen kann. Mir ist alles egal. Ich werde sowieso Wald sterben. Wald sterben, das ist lustig. Kannst du mir sagen, wo die anderen Zwerge sind? Die? Die sind vermutlich in ihrer Stammkneipe in Bad Segeberg. Bad Segeberg? Und wie komme ich da hin? Immer der Nase nach. Der Nase nach? Ah. Entlang. Genau, dann bist du auf dem Holzweg, also genau richtig. Danke, lieber Pinocchio. Herr Bubi? Ja? Ich bin gar nicht Pinocchio. Ich bin Geheimagent. Und wie heißt du? Mein Name ist Pitt. Brett Pitt. 00-Agent mit der Lizenz zum Flöten. Danke, lieber... Holzmichel! Der alte Holzmichel von den Randfichten. Danke, lieber Holzmichel. Na gut, das war geflunkert. Dieser Wald trägt meinen Namen. Walt Disney.